Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir waren mal auf der Gefängnisinsel. Das sieht bald aus wie Alcatraz. wunderliche Hafenstadt, okay. Ah, wir sind schon zu Hause. Ditchwater. Bright Sands. Was baut er hier eigentlich? Ist das so ein Parlament oder was das ist? Oder? Ah, ich finde es klasse, dass sich das, wenn man das mal sieht, gell? Der Boden ist komplett schräg, dass die Häuser sich mit den Fundamenten so anpassen, auch wenn man die dreht. Weil ich habe auch so bei mir so festgestellt, wartet mal. Ja, gell? Bei mir geht es nämlich auch hier so in die Richtung bergauf. Dass die Gebäude sich da teilweise auch anpassen, was ich echt klasse finde. Meine gut, der Marktplatz jetzt nicht, aber... Weiß nicht, ob das erst später ein bisschen mehr auffällt, wenn wir mal weiter oben bauen oder wenn es ein bisschen schräger wird. Interessant, müsste man im Auge behalten, auf jeden Fall. So, wir sollen natürlich, unsere Hauptaufgabe ist jetzt hier gerade Segelschiff bauen, aber wie man sehen kann, sieht man nichts, weil uns fehlt halt das Steine, Material. Obwohl, ja, also die läuft ja jetzt auf 125% und kann auch locker zwei versorgen. Weiß gar nicht, gibt es hier ein Limit? Keine Ahnung. Das haben wir voll. Steine wären halt gut. Haben wir noch irgendwo Ruinen, die wir wegreißen können oder so? Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, so viel jetzt in der Open Beta aufzunehmen. Oder doch, wenn am 16., weiß ich jetzt nicht, das Spiel rauskommt. Weil ich weiß ja nicht, ob ich den Spielstand übertragen kann oder mitnehmen kann. Und dann das gekaufte Spiel. Kann ja sein, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Ja. Wäre natürlich kein Problem. Ja, also ich würde das natürlich auch machen mit der Beigel. Beigel oder Beagle? Ja. Würde ich natürlich auch machen. Ja. Also großartig Fehler habe ich jetzt hier noch nicht entdeckt. Ist eine Open Beta. Ist auf jeden Fall auch ein feiner Zug von Ubisoft. Dass sie das eben machen. Jeder kann sich's holen über Ubisoft, oben Beta, zack, runterladen, spielen, fertig. Close Beta hatte ich ja auch schon mitgespielt. Wo ich mich jetzt tatsächlich angemeldet habe, war Skull and Bones für die Beta. Ja, das ist immer schön. Man kann sich ja über Ubisoft immer mal so bei Betas aktuell immer mal anmelden. Man kann auch mal gucken, in die Spiele schon ein bisschen reinschauen. Boah, das sieht auch sehr cool aus. Genau, also man kann da schon mal in die Spiele so reinschauen. Wenn man Fehler hat, kann man die auch melden. Entschuldigung. Kann man die natürlich auch immer melden, die Fehler. Das ist ja auch immer Sinn und Zweck der Sache von der Beta. Ich habe ein paar Mausprobleme, also nicht erschrecken. Es kann sein, dass meine Maus mal hin und wieder mal einen Doppelklick macht, obwohl ich nur einmal drücke. Einfluss 110. Okay. Propaganda, Handel. Ah, okay.
Ah, okay. Wie stecke ich da jetzt Zeug rein? Das meine ich. Interessant. Ja, aber ich muss ja in die Dinger gegebenenfalls was investieren. Und wie mache ich das? Gut. Ja, noch vier Steinchen, dann können wir einen Hafen bauen. Ich weiß nicht, ich müsste eigentlich auch mehr als genug haben. Also ich habe 57 Säge. Bretter sind auch da. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht gucken, was ich für den Weinbau alles brauche. Es kann natürlich auch sein, dass ich Stahlträger brauche oder Kanonen brauche. Ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Spielstand gespeichert. Das ist ja auch so geil gemacht, gell? Man hat jetzt hier die Schweinefarm oder Schweinezucht. Und man sieht hier der Zaun zwischen den Dingern, ja? Also das gehört ja zu denen hier und das gehört zu denen. Dass da gar keine Zäune dazwischen sind. Ja? Also sieht dann immer so aus, als wenn das eine große Schweinezucht ist. Erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Nee. Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Der Beginn einer, ich wage es zu hoffen, fruchtbaren Partnerschaft. Kapitel 2: Ein Zeichen des Feuers. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ein Auftrag für die königliche Flotte und in solchem Umfang eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Ich denke ja schon. Ein Feuer ist ausgebrochen. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Sand, wir brauchen wieder Steine. Aktuell fehlen mir aber
Leute. Wir lieben sie. Flammen wurden gelöscht. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Ah, chill doch nicht. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Ach, komm schon. Spielstand gespeichert. Bretterproduktion. Ich liebe den Duft von Tau. Alter, das ist alles tot hier. Handel und Industrie werden Good and Sons schon mit. Schade, dass das nicht dasteht. Da bestimmt eine Köhlerei oder so. Bah, das sind die großen Werften, oder? Dampfschiffwerften. Hammert. Na. Lagerhäuser. Konserven. Okay. Also, wir haben hier hinten haben wir auf jeden Fall Bretterproduktion ohne Ende. Und hier soll in der Nähe ein Sprengmeister sein. Hier sind die Sägewerke. Also
Suchen Sie nach dem Sprengmeister. Meine Holzproduktion geht ja voran. Ja, das ist ja nicht das Problem. Also, wo ist jetzt dieser gesprengte Meister? Spielstand gespeichert. Jawohl. Da müsste doch aber hier irgendwo sein, oder? Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Auf der Suche nach dem Sprengmeister. Also ich gucke jetzt gerade mal hier in der Stadt, ob ich den hier irgendwo finde. Hätte mich dein Vater nur gelassen. Leute, also ich finde den absolut nicht. Wo soll denn der sein?
So, hier ist ihn seine Bretterproduktion. Okay, dann müsste er hier irgendwo in der Nähe sein. Spielstand gespeichert. Ich suche jetzt hier schon seit 5 Minuten. Den Typen, wo soll denn das sein? Vielleicht ist das jetzt auch das Ende der Kampagne. Ich weiß es leider nicht. Ich habe halt nicht nachgelesen, inwiefern das jetzt die Kampagne geht, ja? Also die Kampagnenmission. Ob das jetzt in Kapitel 2 zu Ende ist, es kann natürlich möglich sein. Was ich aber eher nicht glaube, oder? Das ist halt doch vorbei. Müsste ich jetzt mal nach der Folge mal schauen. Tut mir leid, also ich sehe ihn hier nirgendwo. Sicherlich 1000 Menschen und da soll man einen einzigen finden. Kann ja nicht so schwer sein. Bleib fort! Das ist Herrenhaus! Klar, ein Schloss. Ja, also ich habe keine Ahnung, wo da sein soll. Ich lese das gleich mal nach. Also nach... Ja, nach der Folge. Hier seht ihr unsere großartige Stadt. Ja, das ist alles in Ordnung. Wir müssen ein.
Wir gehen natürlich zurück in unser Island, ja, wo die Menschen glücklich sind. Frisch wie ein und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.